wütende Nationalisten. Hass, der mehr und mehr in Gewalt eskaliert. Und Menschen, die Widerstand leisten. Wir von Crisis waren in Bosnien und Herzegowina, um herauszufinden, wie kurz das Land vor einer Eskalation steht. Und wir erleben hautnah, wie heftig die Emotionen noch hochkochen können. In Europa könnte ein Staat auseinanderbrechen. Zumindest, wenn es nach diesen Menschen geht. Wir sind in Banja Luka, der größten Stadt der Republika Srpska, also der serbisch-dominierten Gebiete in Bosnien und Herzegowina. Das Land ist ein Vielvölkerstaat, in dem orthodoxe Serben, katholische Kroaten und muslimische Bosniaken Seite an Seite leben. Die Republika Srpska will sich abspalten. Hier regieren bereits Nationalisten, die von der Unabhängigkeit träumen und davon, nur von Menschen mit ihrem Gedankengut umgeben zu sein. Deswegen sind wir jetzt gerade hier. Das waren die Flaggen der Republika Srpska. Und nicht weit von hier findet jetzt so das Treffen statt, die Demo. Wir gehen jetzt mal hin und schauen, was da so die aktuelle Situation ist. Došli smo da branimo Republiku Srpsku, našeg predsjednika. Mi smo imali 71% teritorije, on s nam uzeli, sad imamo 49%, sad hoće i to da nam otmu. Mi ne damo našeg predsjednika koji je legitiman, izabran, mi smo svi glasali, Republika Srpska ga podržava. Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, spricht sich immer wieder für die Loslösung von Bosnien und Herzegowina aus. Und manche Nationalisten sind sogar bereit, gewalttätig zu werden, um diese Ziele zu erreichen. Hinter mir haben sich jetzt, ich weiß nicht, ein paar hundert, vielleicht tausend serbische Nationalisten versammelt. Und wahrscheinlich werden sie versuchen, diese Straße zu blockieren. Es sind vielleicht 5 oder 6 Polizisten da. Ich glaube nicht, dass sie versuchen werden, das aufzuhalten. Schauen wir mal, was daraus wird. Wenn die Demo eskaliert, könnte alles Mögliche passieren. Und auch wir als deutsches Kamerateam sind nicht unbedingt willkommen. Wir sind ein prijateljski narod i dan danas da ne prijatelji. Razumeš? Mi smo ubili jednog vašeg cara. Sad je došlo vrijeme da samo da uđemo u rat s vama. Und dann passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ein muskelbepackter Typ greift mich und versucht mich hinter geparkte Lastwagen zu ziehen. Der Mann will mich von den Kameras wegbringen, außer Sicht von meinen Kollegen und der Polizei, die einschreiten könnte. Woher kommt dieser starke Wunsch nach Abspaltung und Unabhängigkeit? Spannungen zwischen den bosnischen Serben, den bosnischen Kroaten und den Bosniaken eskalieren im Frühjahr 1992, als die politische Führung der Serben sich von Bosnien lossagt und einen Krieg beginnt. Das löst einen 3,5-jährigen Konflikt aus, bei dem es auch zu Kämpfen zwischen der von Bosniaken dominierten bosnischen Regierung und den Kroaten, die von Kroatien unterstützt werden, kommt. Doch die bosnisch-serbischen Truppen sind militärisch bei weitem überlegen. Sie erlangen schnell die Kontrolle über die Mehrheit des Landes und verfolgen alle, die keine Serben sind. 1995 wurde Srebrenica zum Schauplatz eines Genozids an mehr als 8.300 muslimischen Bosniaken. Durch bosnisch-serbische Truppen. Wir haben jemanden getroffen, der damals seine eigene Ermordung überlebt hat. Das könnt ihr in unserer Doku Der Überlebende sehen. Heute schwillt der Hass aus dem Bosnienkrieg weiter. Bei der Demo gehen die wütenden Nationalisten auf die Straße, um ihren Unmut zu zeigen. In anderen Teilen der Republika Srpska können sich muslimische Bosniaken schon nicht mehr auf die Straße trauen, weil dieser Hass in Gewalt ausartet. Wir treffen Osman, einen jungen Mann aus Bratunac, dem Nachbarort Srebrenicas. Drei Unbekannte haben ihn aus dem Nichts angegriffen und fast ins Koma geprügelt, weil er Bosniake ist. Pa meni se to dogodilo, kad sam se vraćao iz grada, išao sam iz smjera centra Bratunca, kako bi došao na parking iza nas, gdje mi je bilo auto. Međutim, tu ispred jedne pekare čuo sam da neko na meni nešto dobacuje, nisam se obratio pažnju, nisam znao da meni govori i nastavio sam da hodam baš ovom ulicom koja je bila potpuno mračna. I kad sam došao do ovdje, okrenuo sam se jer sam čuo korak, čuo sam da mi neko prilazi i čuo sam i dalje ta dobacivanja. Kad sam se okrenuo, jedno lice me je bacilo baš preko ove pozide. Ustao sam, ne znam, mislim da sam se uhvatio čak i za ovo drvo, pokušao, nekad sam ustao, međutim još trojica su prišla. Kad sam pitao šta se dešava,
Tu su mi rekli kako su oni iz Kravice, kako će nas klati kao što su nas klali 95. i svake još nacionalističke ispade. I dalje sam bio u šoku, jedno lice me udara gdje mi izvija zub, padam tu na zemlju, međutim nisam skroz pao nego sam sjeo. Kako sam sjeo, dižem ruku, međutim jedno lice zamahuje nekim oštrim predmetom, nisam siguran kojim, i rasjeca mi tu ruku i tu mi pucaju dvije tetive. Nakon toga opet ustajem, međutim lice koje mi je bilo sa lijeve strane me gura i padam tu na zemlju. Iz ovog smjera dolazi jedna djevojka i čujem je dok se leži na zemlji, govori kao šta radite momku, ostavite momka. I kad je ona prišla, on su pobjegli. Govorili su mi, znaš ti šta je u Srebrenici bilo, što je da vas koljem, ko što smo nas klali 95. Why do you think something like this happens? Pa ja mislim da je najveći uzrok politika i roditelji djece, mlađe djece, koji ih odgajaju na pogrešan način. Jer roditelji svoju djecu često u lokalnim manjim zajednicama uče nacionalizmu i tako tim stvarima koje baš i nisu vrijedne. Did you know these guys? Have you ever seen them before? Ne, ja njih ne poznajem, nikad i nisam do prije vidio. Zašto bi imali ikakve osnove da priđu meni prije svega? Osmans Erfahrung zeigt, auch 30 Jahre nach dem Bosnienkrieg sitzt der Hass bei den Menschen tief. Wir möchten euch einen Mann zeigen, dessen Arbeit ihn zum Feindbild gerade für serbische Nationalisten macht, weil er Widerstand gegen die Spaltung leistet. Damir war einer der ersten Geistlichen, die nach Srebrenica zurückkehrten, um die muslimische Community wieder aufzubauen. Er empfängt uns in der örtlichen Moschee. Dakle, ovdje ona je uvijek otvorena, za nju je to zanimljivo, dakle, nikada je ne zaključavamo. Borit ćemo se, demokratski put, da se to ne smije dešavati, da se to ne dešava. Jer jednostavno, svako ima pravo da živi na svojoj zemlji, da ispoljava svoja vjerska ubjeđenja, svoja tradicionalna ubjeđenja, svoja, da tako kažemo, naš put. I mi ćemo na tom putu biti ustrajni. Koliko će to biti teško, ne znam, ali ćemo se naravno uvijek boriti. Heute leben in Srebrenica wieder um die 4000 muslimische Bosniaken. Doch die Erlebnisse des Genozids sind für die Menschen seiner Gemeinde noch sehr präsent. To su majke koje su izgubile jednog, dvojicu, trojicu. Ovdje imate žena koje su izgubile po 5-6 sinova. Izgubile su sve u svojoj familiji, dakle sve im je pobijeno. Vjera u Boga, jer bez toga bi bilo to sve teško. Dakle, mi nemamo psihologe, mi nemamo neke ljude koji sa nama rade. Prije su ostali dostojanstveni, ostali su fini, ostali su kulturni, uljudni. Naravno, meni je ponos da budem imam takvim ljudima, takvim ženama, takvim majkama. Damir glaubt, dass seine Gemeinde nicht wegsehen darf. Denn nicht alle Menschen in Bosnien und Herzegowina erkennen den Völkermord als solchen an. Jedno tako će Srebrenica moći da bude učiteljica cijelom svijetu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Kojim dozvolimo da oni negiraju genocid, da oni uče djecu o ratnim zločincima, da su to heroji. Ako im dozvolimo da nam ne dozvoli tu da imamo normalne uslove, onda je ponovno Europa izgubila. Damir zeigt uns Srebrenica. Als erstes fällt uns ein Plakat auf, das den russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigt. Can you tell us what this is? Why is there a picture of Vladimir Putin? Ovo samo pokazuje, dakle, političko opredjeljenje vlasti Republike Srpske koji imaju, dakle, potpunu saradnju sa vlastima u Rusiji, u stvari Vladimirom Putinom. Uopšte nije dobro da se ovo dešava i da se da uopšte mogućnost da se da ta veza sa Rusijom jača preko Srba u Bosni i Hercegovini. Naravno, meni uvijek, kad god prođem, svako jutro prolazim tu, svaki dan, uvijek sjetim naroda Ukrajine i svega onoga što mi prolaze. Znamo mi koliko je to teško, mi znamo šta je agresija, znamo šta je napad, znamo šta je genocid, šta su zločini. Im Januar 2023 zeichnet Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, Putin mit dem höchsten Orden aus, den es im serbischen Teilstaat gibt. Der nationalistische Anführer der bosnischen Serben bekennt sich offen zu Putin. Da wundert es mich nicht, dass manche seiner Anhänger solche Poster aufhängen. Damir zeigt uns einen Aussichtspunkt über Srebrenica. Er erinnere sich noch gut an die ersten Tage nach seiner Rückkehr, sagt er. Ich wollte, dass ich probe, mein Leben in Srebrenica zu organisieren, dass ich ein Beispiel habe, dass das möglich ist, unabhängig davon, wie es in diesem Moment schwierig war. Wenn ich
učio, puštao ezan, oni bi puštali neku muziku, dobacivali, provocirali, prijetili. Oni su psovali, ja sam govorio čao, dobar dan, zdravo, kako ste, gdje si, šta ima, želio sam komunikaciju, provocirao sam. Toga i onda pokušavam da kada god upoznam nekoga, kada god sam s nekim ili imam priliku da pokažem, dakle da ih razuvjerim da tu neku predrasudu. Bilo je slučajeva koji su mi priznali da nakon druženja sa mnom drugačije imaju uopšte onaj pristup svemu i drugačije razmišljaju i gledaju, ali... Heute ist die Situation in Srebrenica besser, sagt er. Nema problema. Nemamo nekakvih provokacija međusobno, imamo tu neku normalnu ljudsku komunikaciju. Aber nicht überall wollen die Menschen sich aussprechen. Und dass nicht jeder gut findet, dass westliche Medien darüber berichten, erfahre ich am eigenen Leib. Who are you? Who are you? I asked. Zum Glück greift unsere bosnische Fixerin direkt ein. No. Sie stellt den Security zur Rede und sagt, dass er nicht so mit mir umgehen darf. Wir dürfen hier drehen. Unser Kameramann Markus filmt versteckt weiter, obwohl unsere Fixerin ihn davon abrät. Wir zeigen unsere Fixerin nicht, weil sie seit dem Tag der Demo mehrmals Drohungen erhalten hat. Wir müssen unsere Presseausweise zeigen, danach lässt der Mann uns wieder gehen. Was sonst passiert wäre, will ich mir gar nicht erst ausmalen. Interessant. Wir sind jetzt seit, weiß ich, 3 Minuten auf dieser Demo und ich wurde gleich schon von einem muskelbepackten Security oder was auch immer gerade weggepackt und gefragt, wer ich bin. Sehr, sehr interessant. Unsere Fixerin erklärt uns vor Ort, dass der Mann wohl Tattoos der paramilitärischen Gruppe der Wölfe trägt. Sie waren im Bosnienkrieg für ihre Brutalität gefürchtet. Das Ganze hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Wir werden als deutsches Kamerateam besonders kritisch angesehen, weil viel Hass einem Deutschen gilt. Dem CSU-Politiker Christian Schmidt. Er ist hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und hat als Vertreter der internationalen Gemeinschaft großen Einfluss im Land. Er ist unbeliebt, weil er 2 Parlamentsentscheidungen der Republika Srpska aufgehoben hat. Das kommt bei vielen Demonstranten nicht gut an. Christian Schmidt je emigrant. Zamislite vi sada vama Dodik dođi u Njemačku i da on vama kroji zakon šta vi treba da radite. Kako se vi osjećali? Und auch die serbische Vertreterin im Staatspräsidium ist da. Sie war sogar mal Präsidentin der Republika Srpska. Dann geht der Demozug los. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Angespannt. Also nachdem, was in der letzten Stunde so passiert ist, bin ich sehr, sehr gespannt, was hier noch weiter passieren wird heute. Bei dem Fußmarsch wollte aber niemand mit uns reden. Der Demozug kommt zum Halt und blockiert eine Brücke. Dann fangen die politischen Reden an. Ovo je miran i dostojanstven skup i naravno da je mogao da se održi u Sarajevu, da to nisu zabranili. Naravno, njihovi nadležni organi, ali ću reći da sam ponosna zato što se ovdje narod okupio, jer zna da treba da brani institucije Republike Srpske, treba da brani Republiku Srpsku i ovo je samo, rekla bih, generalna proba za ono što može da uslijedi ukoliko nastavi da nas maltretiraju, a maltretiraju nas onda kad nam ne dozvoljavaju da Skupština obavlja svoj posao, Skupština je ta koja donosi zakone. Die Stimmung ist sehr seltsam, also zumindest für uns, weil wir uns vorher ja recht offensichtlich als deutsches Kamerateam zu erkennen gegeben haben. Sehr viele, sehr misstrauische Blicke und mit uns reden wollte keiner, also wirklich keiner, egal wie viele Leute wir gefragt haben. Die Demo verläuft zwar friedlich, aber das könnte beim nächsten Mal auch anders ausgehen. Menschen wie Osman und Damir setzen sich dafür ein, dass der Hass zwischen den Menschen in Bosnien und Herzegowina nicht gewinnt. Aber die Demonstranten wollen keine Einigung, sondern sich ganz abspalten. Ob Bosnien und Herzegowina an diesem Hass zerbricht und die Spannungen weiter eskalieren, ist unklar.